Servus Leute, heute am fünften Tag im Dezember reisen wir in die Vergangenheit, wo es 2013 im Vorarlberger Derby im Nachhinein zu einer Massenschlägerei kam. Aber fangen wir mal von Anfang an an. Beim Fußballderby in der ersten Liga zwischen Austria Lustenau und dem SCR Alltag ist es an einem Freitagabend 2013 in Lustenau zu einer Massenschlägerei gekommen. Nach dem Abpfiff gegen 22. 45 Uhr gerieten 80 bis 100 Personen aneinander, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Vorarlberg. Darunter befanden sich auch zwei Hooligan-Gruppen, insgesamt 20 bis 30 Personen, die aus der Schweiz und Deutschland angereist waren und ordentlich mitmischten. Nach derzeitigem Wissensstand wurde niemand ernsthaft verletzt, so die Polizei. Hooligans kamen extra für die Schlägerei nach Lustenau, um ihre Lust zu befriedigen und eine kleine Rennerei starteten. Nach spielende kam es auf der Schützengartenstraße vor dem Stadion zu einer Massenschlägerei zwischen Fangruppen beider Mannschaften, an der auch gewaltbereite Fans aus Augsburg für Austria Lustenau und Davos für SCR Altach teilnahmen. Die Hooligans waren teilweise mit Zahnschutz und mit sandgefüllten Handschuhen ausgerüstet, wie es sich, wenn man sich schützen will, auch gehört und warfen mit Flaschen und Steinen nach den Einsatzkräften. Die Polizei, die mit rund 40 Beamten anrückte, setzte Pfefferspray ein. Man gehe davon aus, dass die aus Davos, Kanton Graubünden, und Augsburg, Bayern, kommenden Gruppen die Schlägerei ausgelöst hätten, hieß es. Die Auseinandersetzung konnte durch das Eingreifen der eingesetzten Polizeikräfte beendet werden. Im Zuge der Amtshandlung wurden zehn Personen kurzzeitig festgenommen. Zwei Personen wurden durch die Anwendung von Pfefferspray, ein weiterer Beschuldigter wurde im Zuge der Festnahme leicht verletzt. Zwei Personen werden wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt beziehungsweise tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte der Staatsanwaltschaft Feldkirch und 15 Personen wegen Ordnungsstörung der BezirksHauptmannschaft Dornbirn angezeigt werden. Insgesamt habe man rund 20 Beteiligte wegen Ordnungsstörung und aggressiven Verhaltens auf freiem Fuß angezeigt. In einem Fall sei ein Beamter tätlich angegriffen worden, er blieb unverletzt, so die Exekutive. Rund 80 Personen hätten sich in der Folge vor der Polizeinspektion Lustenau eingefunden, um auf die Festgenommenen zu warten. Da spürte man in der Polizei SNGSTD. Dabei sei es nicht zu weiterer Gewalt gekommen. Zehn Personen wurden kurzzeitig festgenommen. Insgesamt habe man rund 20 Beteiligte wegen Ordnungsstörung und aggressiven Verhaltens auf freiem Fuß angezeigt. In einem Fall sei ein Beamter tätlich angegriffen worden, er blieb unverletzt, so die Exekutive. Rund 80 Personen hätten sich in der Folge vor der Polizeiinspektion Lustenau eingefunden, um auf die Festgenommenen zu warten. Dabei sei es nicht zu weiterer Gewalt gekommen. Die Situation beruhigte sich laut dem Bericht jedoch erst nach Mitternacht. Man gehe davon aus, dass die aus Davos, Kanton Graubünden, und Augsburg, Bayern, kommenden Gruppen die Schlägerei ausgelöst hätten, hieß es. Was haltet ihr von solchen Massenschlägereien? Findet ihr sowas hat im Fußball etwas zu suchen oder sollten gegen die Täter harte Strafen verfallen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Danke!